Ja, jetzt bin ich 58 Jahre geworden, am 26. Februar vor 10 Tagen und gehe mittlerweile 51 Jahre in meine geliebten Berge. Was ist die Faszination der Berge? Man kann es sich eigentlich gar nicht erklären. Es ist halt eine Geschichte ohne Ende, die angefangen hat bei der Erstbesteigung vom Mont Blanc 1786 durch Jacques Balma Paccard von Chamonix. Später dann ein sehr wichtiges Datum, 1865, die Erstbesteigung vom Matterhorn durch Edward Wimper mit den Schweizer Bergführern und den französischen Bergführern und auch eben anderen Engländern. Das Interessante für mich am Alpinismus ist vor allem die Erinnerungen, die wir erlangen und gewinnen, die kann einem niemand mehr nehmen. Es ist auch die Neugierde, die mich immer angetrieben hat, eine Passion, eine Leidenschaft aus dem Herzen, die immer weitergegangen ist und hier fühle ich mich einfach zu Hause in den Bergen wohl. Die Berge sind mein Atem und ich werde ihnen so lange wie möglich treu bleiben. Sie haben mir sehr, sehr viel geschenkt, viel Kraft und Energie gegeben und wunderschöne Erlebnisse geschenkt. Dafür bin ich dankbar, all meinen Kollegen, meinem Vater, meinen Lehrmeistern und allen, die mit mir immer wieder in die Berge kommen. Es hat mich auch sehr geprägt und mir auch im Alltagsleben viel geholfen. Besten Dank und ich wünsche allen immer gute Touren. Merci.